Das ist Simba. Simba ist Teil des Teams in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Eppland-Klinikum Radebeul. Der Helfer auf vier Pfoten arbeitet eng mit seiner Chefin Ergotherapeutin Christine Tippmann zusammen. Gemeinsam arbeiten sie in verschiedenen Bereichen mit zahlreichen Patienten. Für die Patienten, die Hund mögen und da, ich sag mal, offen sind demgegenüber, die freuen sich. Es sind vielleicht auch einige, die skeptisch sind. Und wenn sie dann aber in einem Ergotherapie-Setting hier im Raum mit ihm dann zusammenkommen, dann gibt es wirklich schöne emotionale Momente auch. Viele haben Haustiere, vermissen ihren Hund, weil sie lange Aufenthalte hier haben und sind dann sehr glücklich, auch einen Hund einfach mit dabei zu haben, den man streicheln kann, der Aufmerksamkeit bindet, der einfach Freude bringt. In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Radebeul baut man auf umfangreiche Therapien mit verschiedenen Ansätzen. Für Chefarzt Prof. Dr. Maximilian Pilatsch ist es wichtig, ein großes Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Bei den Elbland-Kliniken zählt man auf eine gesamtheitliche Betreuung der Patienten. Neben ärztlichen, pharmakologischen Behandlungsangeboten und normaler Psychotherapie im Einzel- und Gruppensetting haben wir den Bereich Spezialtherapeuten jetzt auch sehr stark ausgebaut. Wir konnten noch neue Ergotherapeutinnen einstellen, die sich auch jeweils ein Stück weit spezialisiert haben in Richtung Bewegungstherapie, in Richtung Gartentherapie und haben eben auch mit Frau Tippmann eine neue Therapeutin gewinnen können, die ihren Therapiehund mitgebracht hat. Das heißt, auch im Bereich tiergestützte Therapie können wir jetzt unseren Patientinnen was anbieten und wird sehr gut angenommen. Gibt es die Möglichkeit, vielleicht für einzelne Patienten überhaupt einen Zugang zu der Therapie zu finden und für uns auch eine besondere Möglichkeit, die wir vorher nicht hatten, vielleicht auch einen Zugang zu den Patientinnen und Patienten zu finden, die sich möglicherweise Menschen gegenüber erstmal nicht so öffnen können. Die Patienten sollen selbst aktiv werden und damit bestimmt am Behandlungserfolg mitarbeiten. Götz Hütter ist therapeutischer Leiter der Klinik und weiß, dass gerade das ein besonders wichtiger Teil der Arbeit mit psychisch kranken Menschen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ein ergotherapeutisches Angebot oder ein musiktherapeutisches Angebot, zum Beispiel Singen, ist ja nicht automatisch Therapie. Dann wäre nämlich jeder Handarbeitszirkel und jeder Kirchenchor wäre eine therapeutische Veranstaltung. Und das ist es nicht. Therapie wird es dann, wenn unsere Therapieangebote, die wir machen, in einem therapeutischen Kontext stehen. Das heißt, wir haben eine Indikation für einen Patienten. Der Patient hat klare, konkrete Symptome, unter denen er leidet. Wir haben ein Therapieziel, was wir erreichen wollen, und haben therapeutische Möglichkeiten, um dieses Ziel avisieren zu können. Und das heißt zum Beispiel, dass eben ein Patient, der Angst hat, zum Beispiel anderen Menschen zu begegnen, dass wir in Gruppen ihn vorsichtig an Begegnungen mit anderen Menschen heranführen können. Es gibt Patienten, denen fällt es schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Da kann zum Beispiel unser Therapiehund eine erste Brücke sein. Und so in diesem Kontext sind die Therapieangebote grundsätzlich zu verstehen. Dass es wichtig ist, dass wir immer einen klaren therapeutischen Auftrag haben, ein Therapieziel und natürlich eine Diagnose und eine Indikation. Simba hat Spaß an der täglichen Tätigkeit im Elbland-Klinikum Radebeul. Und doch ist es Arbeit für das Tier. Christine Tippmann achtet genau darauf, wie es Simba geht. Sie weiß, wie anspruchsvoll die Therapie gerade für den Hund sein kann. Unsere Routine beginnt tatsächlich früh, dass wenn ich ihn fertig mache und er sein Halsband, was er nur hier auf Arbeit trägt, anlege, dann sage ich auch arbeiten und dann weiß er, okay, wir gehen arbeiten. Er braucht viele Pausen, also für ihn ist es Arbeit. Und ich merke auch, wenn er mehr Patientenkontakte am Tag hatte, dass er dann schon müde ist. Da passiert dann auch nachmittags nicht mehr so viel. Also es ist durchaus sehr, sehr anstrengend für ihn. Er hatte auch viele Reize und viele Eindrücke, die er dann auch verarbeiten muss. Emotionen spielen da eine sehr große Rolle. Das heißt, kann man sich ein bisschen wie einen Schwamm vorstellen. Der saugt die Emotionen rundherum auch auf. Er merkt, wenn es jemandem schlecht geht. Und das saugt er wirklich auf. Und das muss er dann erstmal auch verarbeiten nachmittags. Simba ist dabei ein wichtiger Bestandteil der immer mehr individuell abgestimmten Therapien und damit Teil des Behandlungserfolgs für Menschen in seelischer Not.